So, da sind wir dann auch schon wieder und ich muss jetzt mal überlegen, wie war denn das nochmal? Ah ne, Heilung brauchen wir nicht. Ah. Ja, man muss sich jetzt ja erstmal wieder so ein bisschen dran gewöhnen. Was machen die ganzen Buffs nochmal? Ach, die sind jetzt schon wieder alle ausgelaufen. Kann man gar nicht, kommt man gar nicht dazu, hier immer zu gucken, ganz in Ruhe. Nee, ich werde mir eigentlich nur meine letzte Let's Play-Folge angucken müssen. Nö, der rennt mir da so schnell weg, den will ich jetzt nicht. Jetzt habe ich zweimal. Jetzt auch wieder an das Interface gewöhnen. Aber zumindest down kriegen wir sie, das ist doch das Wichtigste. Und irgendwie hatte ich hier auch noch Machtwortschild. Befreundetes Ziel. Oder Machtwortschmerz gab es glaube ich auch noch. Aber da ich nur Schild hier drin habe, denke ich mal, das ist das Richtige für uns. Dass mein vor einem Jahr noch vorhandenes Ich da vorgedacht hat. Wo werden eigentlich meine Buffs angezeigt? Ach, da oben, genau. Regelmäßiger Schattenschaden um 10% erhöht. Okay. Ja, ein Jahr nicht gespielt. Ich wusste jetzt nicht mal mehr, wo die Buffs angezeigt werden. Habe ich noch was zu trinken? Jo. Was zu essen auch noch. So, dann töten wir mal ein paar Worgen. Geht doch. Nehmen wir mal die beiden da hinten. Naja, den brauchen wir, glaube ich, nicht mehr so oft. Der Debuff alleine bringt die fast schon um. Den noch, den netten Worgen da. Guck mal, die gehen schön runter, allein durch den Debuff. Wenn ich dann noch das hier dazu haue, muss man dann... Naja, das vibriert quasi. Was ist das jetzt hier? Wird aufgebraucht und verursacht... verursacht einen Schaden von Gedankenschlag oder... Gedankenstachel zu erhöhen. Okay. So, dann heißt es Spinnen töten. Jetzt mache ich hier schon wieder die falsche Attacke. Ja, der zieht auch ganz gut raus. Oh, hinterrücks angegriffen hier. Aber sterben werden wir nicht. Dafür können wir uns ja heilen. Theoretisch müssten wir auch einfach nur Debuffs drauflegen. Und dann abwarten. Komisches Schild.
Das hält... Ach, das hält ja nur für 12 Sekunden. Ich dachte, ich hätte auch einen permanenten Buff hier. Ah, hier habe ich doch. Mein Gott. Wie oft habe ich danach gejammert? Seelenstärke fehlt. Ja. So. Ja, wir laufen auf jeden Fall instinktiv richtig. Da vorne sehe ich auch wieder was Rotes leuchten. So eine Spinne ist das. Ja, und ich hätte mal Mana tanken sollen. Da greift Gedanken, verursacht verringert Bewegungstempo. Okay. So. Schwertliche Krebsstücke. Noch keine von den Klumpen da drin gewesen. Jetzt aber. Und ein Level schaffen wir heute sicher, also auf 26. Das Problem ist jetzt, ich bin hier absolut jetzt nicht irgendwie erholt. Weil das wurde mir alles aberkannt, weil ich halt so lange kein Abo hatte. Da ist Blizzard sehr rabiat halt. Wer kein Abo hat, der kriegt auch keine Erholung mehr. Kann ich den hier machen und dann sollte er auch tot sein. Nicht ganz, machen wir noch eine heilige Pein drauf. Eine Lichtattacke, obwohl wir eigentlich zum Schattenvolk gehören. So. Buff drauf. Debuff drauf. Einmal absaugen. Einmal angreifen. Und wieder absaugen. Ein kleines Stinktierchen. Und ich finde es toll. Nach einem Jahr gehe ich mit meinem Curse-Klientin, ohne dass ich zwischendurch was gemacht habe, aktualisiere meine Plugins alle oder Add-ons oder wie auch immer. Und es funktioniert. Es funktioniert einwandfrei, das Interface. Ich habe keinen Ärger gehabt, gar nichts. Auch wenn ich bestimmt noch das ein oder andere mir angucken muss. Ich habe noch zum Beispiel mein Krankheiten-Ticker. Den habe ich mir noch nicht angeguckt. Als Todesritter habe ich ja jede Menge Krankheiten und die muss man ja auch verwalten. So, langsam komme ich rein. Man muss halt nur darauf achten, dass man am besten genug Distanz hat. So als Fernkämpfer ist das immer ratsam. So, jetzt lassen wir ihn einfach mal sterben hier. Und kriegen dafür noch so einen Buff. Nehmen wir mal alles mit. Ja, guck mal, da hinten ist schon die nächste Spinne. Oder, ach, guck mal, der Wolf ist sogar noch näher. So, dann können wir gleich den nächsten pullen. Das finde ich jetzt schade. Das fand ich an Star Wars toll, diese Lichtsäulen, die dann immer entstanden sind. Wenn man mal was zu looten hatte. Das hat man besser gesehen als dieses leichte Geblinke hier.
ist wieder einer. Wie viel fehlen davon noch? Komisch, grausige Trophäen haben wir jetzt noch gar keine. Haben wir das schon genug getötet oder sind die alle grau? Nee, Erfahrung geben sie auf jeden Fall. So, da vorne oder hinter dem Baum hier? Hinter dem Baum. Ah, jetzt habe ich natürlich den Debuff hier vergessen. Ich nehme mich doch mit einem wenig Mana. Ich sehe da noch genug Mana in der Leiste. Aber wenig Gesundheit sollte man ernst nehmen. Ey, Kumpel. Meiner. Ah, er wollte mir nur helfen. So und so. Und dann setzen wir uns wieder mal hin. Machen hier ein Picknick neben der Leiche eines Terrorwolfes. Das Fleisch haben wir jetzt komplett. Spinnen fehlen noch und wir müssen noch 5 Wölfe töten. Naja, viel Gehalt haben wir jetzt nicht. Das will ich gerade so das Neueste essen. Haben wir noch was Effektiveres hier? Ja, man sollte mal Koch lernen. Oder sich wirklich was kaufen. Naja. Oder warten, bis das Ende gelaufen ist hier. Dass wir uns hier nicht so in die Quere kommen, was schwer sein dürfte, da wir die gleiche Quest machen. Aber nehmen wir dann doch die Spinne erstmal da unten. Den kompletten Schaden absorbiert, das ist schon genial. Und ob das bei dem auch so klappt? Ja. Acht. Noch. Vier. Von den Spinnen brauchen wir noch, wenn es gut läuft, 2, wenn es schlecht läuft, da fragt gar nicht. Stein können wir übrigens auch in das Örtchen legen. Da müssen wir nicht jetzt gleich nach Hause laufen, sondern hätten dann theoretisch direkt rein teleportieren können. So, und ich verabschiede mich dann zur nächsten Folge.